Hallo Kackbratzen. Nice of the princess to invite us over for a picnic, eh, Luigi? I hope she made lots of spaghetti. Luigi, look! It's from Bowser. Lightgun-Shooter werden wohl heute keinen mehr vom Hocker reißen, was wohl auch daran liegt, dass sich diese Art von Spiele auf moderner Hardware nicht mehr so spielen lassen, wie sich das der Entwickler so gedacht hat. Zum Glück kann man diese Lightgun-Titel auch mit einem DualShock-Controller spielen, aber die Steuerung ist bei weitem nicht mehr so fluffig. Neben den üblichen Verdächtigen wie etwa Time Crisis oder auch Virtua Cop gibt es aber einen Titel, der vermutlich etwas unter dem Radar verschwunden ist. Es sei euch also ausnahmsweise verziehen, wenn ihr noch nie etwas von Elemental Gearbolt gehört habt. Elemental Gearbolt ist ein einzigartiges Spiel. Es handelt sich hier zwar um einen traditionellen On-Rail-Shooter, der aus der Ego-Perspektive gespielt wird, aber es fühlt sich so komplett anders an. Das Fantasy-Setting erinnert mehr an ein Rollenspiel und nicht an einen knallharten Shooter. Auch wenn das Gameplay keine Überraschungen parat hält, ist die Präsentation so fantastisch schön, als würde man einen Anime spielen, was wohl an den wunderbaren Zwischensequenzen liegt. What you need is not an elder brother. But a capable subordinate. In your heart, you know that. Entwickelt wurde der Fantasy-Shooter vom japanischen Entwicklerstudio Alpha System und dann zur Weihnachtszeit 1997 von Sony auch erstmal nur in Japan veröffentlicht. Und das wäre vermutlich auch so geblieben, hätte sich nicht der amerikanische Publisher Working Designs die Veröffentlichungsrechte für das Spiel im Westen geschnappt, wo es dann im Sommer 1998 erscheinen konnte. Working Designs haben wir viel zu verdanken, denn der Publisher brachte so viele japanische Perlen in den Westen, wie etwa Alundra, die Luna-Serie und einen Sack voll Sega-Spielen, die ansonsten vielleicht Japan nie verlassen hätten. Man veröffentlichte die Spiele nicht nur, sondern steckte auch enorm viel Arbeit in die Lokalisierung. Im Jahr 2005 wurde der Laden dann leider dicht gemacht und führte dann unter dem Namen Gaijin Works seine Arbeit fort. Aber seit einigen Jahren ist es auch sehr, sehr still um den Nachfolger-Publisher geworden. Wie gesagt, erinnert Elemental Gearbolt mehr an einen gespielten Anime, dessen Geschichte von sehr kunstvollen 2D-animierten Filmchen getragen wird. Der Titel spielt in einer mittelalterlichen Fantasiewelt mit schwimmenden Inseln, Luftschiffen und Legionen von Monstern. Die Story dreht sich um die Figur Tagami, die die Welt bereist und nach Antworten sucht, warum sie einst auf tragische Weise zerstört wurde. Seiner Überzeugung nach war der Elemental Gearbolt-Unfall Grund des Übels. In der Welt von Elemental Gearbolt gibt es zwei verschiedene Rassen, die Audo und die Sulunkan. Die Sulunkan sind Nachkommen eines gefallenen magischen Reiches und wurden stets von den Audo unterdrückt. Es formten sich Widerstandsgruppen, aber keine war je stark genug, um die herrschende Klasse der Audo herauszufordern. Der Spieler schlüpft nun in die Rolle von Nell oder Sine, die beide Mischlingstöchter eines Widerstandsführers sind. Beide wurden leider im Eifer des Gefechts getötet, nur um dann kurz darauf von einem neural vernetzten Computer, bestehend aus echten menschlichen Gehirnen, wiederbelebt zu werden. Während des Prozesses der Wiederbelebung wurden den beiden Helden mächtige Waffen in ihren Körper implantiert, womit sie nun in den Kreis der Elementaren aufgenommen wurden. Ihr Ziel ist es nun, das Imperium, das sie ermordet hat, zu zerstören und dem tyrannischen König ein Ende zu setzen. Das Interessante dabei ist die Tatsache, dass die beiden Protagonisten, obwohl sie Lightgun-Schützen sind, nicht mit Waffen kämpfen. Stattdessen kämpfen sie mit Magie. Der leicht nach Dünnpfiff schmeckende Magie-Shooter Immortals of Aveum aus dem Hause Electronic Arts war also nicht wirklich eine brandneue Idee. Dem Spieler stehen drei Zaubersprüche zur Verfügung. Es gibt den mächtigen Standard Feuerzauber, einen auf Elektrizität basierenden Ausbreitungsstoß und einen schnellen Feuer-Wasser-Beschwörungszauber. Spieler können im Handumdrehen zwischen den drei verschiedenen Sprüchen hin und her wechseln, um die Kräfte der jeweiligen Situation anzupassen, was im Prinzip auch der Schlüssel zum Sieg ist. Typischerweise erhält der Charakter mit jedem Feind, den er vernichtet, ein paar Punkte, mit denen man seinen Highscore in die Höhe treiben kann. Da aber Elemental Gearbolt irgendwie eine Kombination aus Shooter und Rollenspiel ist, gibt es am Ende jedes Level die Möglichkeit, seine verdienten Punkte in Erfahrungswerte einzutauschen, um so im Verlauf des Spiels nicht nur immer stärker zu werden, sondern auch um seine Gesundheitsbalken anwachsen zu lassen. Dieser Rollenspielansatz in einem Lightgun-Shooter ist wirklich eine einzigartige Idee, womit das Gameplay weitaus mehr an Tiefe gewinnt und die eigentlichen Genrevertreter wie Time Crisis wie Schnee von gestern aussehen lässt. Abgesehen von dieser Gameplay-Mechanik darf man spieltechnisch in Elemental Gearbolt keine Revolution erwarten. Es ist unter der Haube ein ganz normaler Lightgun-Shooter.
Man erlebt das Spiel aus der Ego-Perspektive, aber anstelle den Charakter durch die Welt zu bewegen, läuft das Spiel wie von selbst auf Schienen ab. Der Spieler kontrolliert einzig und allein die Ballerei. Man zielt auf seine Feinde und versucht diese so schnell wie möglich zu erschießen, um möglichst wenig oder keinen Schaden zu erleiden. Da man mit Magie um sich feuert, gibt es hier ein paar Unterschiede zu den herkömmlichen Lightgun-Shootern. Zum ersten hat man unbegrenzt Munition und zweitens muss man auch nicht ständig seine Waffe nachladen. Die einzige Einschränkung ist die Feuerrate der drei verschiedenen Zaubersprüche. Die schnellsten Schüsse verursachen in der Regel weniger Schaden, während der große Feuerzauber unglaublich zerstörerisch ist, aber sich auch nur im Schneckentempo abfeuern lässt. Man muss also sehr auf die aktuelle Situation achten und den möglichst besten Nutzen daraus ziehen. In der Regel lassen sich aber die meisten Feinde schon mit wenigen Schüssen ins Jenseits befördern. I will not run like a coward. You have not the freedom to choose to die, Highness. Um am Ende des Levels das Punktekonto zu erhöhen, gibt es nicht nur einen Combo-Bonus, wenn man mehrere Feinde hintereinander erledigt, ohne Schaden zu nehmen, sondern es gibt auch einen Sack voll an grünen Kristallen im Level zu finden, aus denen man Elfen und andere Gegenstände befreien kann, sowie Tränke, um seine Lebensenergie wieder aufzufrischen. Das Problem ist nur, dass diese grünen Kristalle so schwer zu knacken sind. Wer im Spiel Erfolg haben möchte, sollte jedes Level auswendig lernen. Aber selbst wenn Elemental Gearbolt kein Ponyhof ist, ist es im Grunde nie wirklich unfair. Das Schönste am Spiel ist aber die absolut wundervolle Grafik. Ich übertreibe ja oft bei Spielen, die mir am Herzen liegen. Vor allem bei Spielen auf der guten alten PS1, aber bei Elemental Gearbolt ist die Lobhudelei völlig angebracht. Auch wenn alles wie auf Schienen läuft, haben es die Entwickler trotzdem geschafft, alle Level durchgehend frisch und interessant zu halten. Und die Grafik, die auf eure Netzhaut einhämmert, ist wohl das Schönste, was man auf der PS1 finden kann. Man saust durch eine heruntergekommene mittelalterliche Stadt, durch die Feinde fliegen, während andere auf Gebäuden sitzen. Man bahnt sich seinen Weg durch gruselige Wälder, erklimmt Wüstenberge, erkundet Wasserruinen und vieles, vieles mehr. Da die Charaktere mehr oder weniger magische Wesen sind, springen und gleiten sie durch die Luft und sogar über das Wasser. Es ist wirklich eine wahre Pracht, diese Achterbahnfahrt zuzusehen. Und es ist wirklich beeindruckend, wie dynamisch sich die einzelnen Bereiche untereinander anfühlen. Nur die Bosse sind jetzt vielleicht nicht ganz so gut gelungen. Zudem sind sie auch noch schwierig zu besiegen und einfach nicht so interessant wie der Rest des Spiels, auch wenn sie manchmal den kompletten Bildschirm einnehmen. Und noch schöner ist, dass man rein theoretisch das Spiel auch mit einem Kumpel zusammenspielen kann. Es ist zwar jetzt nicht so schlecht, aber am besten lässt sich Elemental Gearbolt vielleicht doch alleine zocken. Wie gesagt, ist das Spiel für PlayStation-Verhältnisse einfach großartig. Die Level sind vollständig dreidimensional, ebenso wie die meisten Feinde, auch wenn einige auf groben Sprites basieren. Das ist kein großes Problem, denn sie sind immer noch gut gestaltet worden und ihr Design wirkt auch nicht fehl am Platz. Ich mag mich vielleicht wiederholen, aber der Kunststil ist einfach nur fantastisch. Die Designs der Feinde sind einzigartig und passen sehr gut zur Welt. Viele der Käfer und Drachen erinnern an Nausicaa oder Panzer Dragoon, aber alles wirkt trotzdem einzigartig und nicht wie eine billige Kopie. Die Engine ist für dieses Spiel sehr solide. Die Bildrate bleibt konstant und ist sehr flüssig, solange man eben das Spiel alleine zockt. Im Zweispieler-Modus kommt es aber dann doch zu Einbrüchen, was das Erlebnis ein wenig ruiniert. Leider leidet dieses Spiel auch unter den typischen polygonalen Verzerrungen und blockigen Texturen. Aber daran ist man ja auf der PS1 gewöhnt. Und natürlich muss man auch noch die Zwischensequenzen loben. Was it the Republic? Unconfirmed reports indicate that the Republic was not responsible. Then who is responsible? It seems to be one or two armored individuals. Auch wenn man der Story nur wirklich schwer folgen kann, hat man hier eine Menge an Qualität und Kunstfertigkeit reingepumpt, womit man schon fast den besten Rollenspielen auf der PS1 Konkurrenz machen kann. Und auch der Soundtrack ist unglaublich gut. Der Orchestersound gehört wohl zu den besten, den wir je in einem Shooter gehört haben. Jedes Level hat seine eigene Musik und jedes Mal klingt alles so traumhaft schön, wären da nicht die anderen Soundeffekte, die das Klangerlebnis ein wenig ruinieren. Aber im Prinzip sind auch alle anderen Effekte sehr gut gelungen. Jeder Zauber klingt auf seine Art und Weise realistisch und füllt soundtechnisch jede Lücke des Spiels großartig aus. Allein deswegen muss man Elemental Gearbolt lieben, denn man bekommt eben nicht das ewige Pew 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 wie aus den meisten Lightgun-Shootern auf die Ohren.
Im Großen und Ganzen ist Elemental Gear Bolt ein sehr solider Shooter, der mit seinem Genre-Mix und der absolut wunderschönen Grafik unbedingt in jede Sammlung gehört. Das Spiel ist anders als alles andere, was in diesem Genre veröffentlicht wurde. Leider ist es eine extrem kurze Achterbahnfahrt der Gefühle, die unter einer Stunde schon ihr Ende findet. Aber um wirklich gut darin zu sein, bedarf es eine gute Portion an Übung, was den Wiederspielwert extrem erhöht. Wenn ihr Shooter-Fans und auch dem Rollenspiel-Genre nicht abgeneigt seid, dann führt kein Weg um Elemental Gear Bolt herum. Es ist zwar schade, dass man das Spiel nicht mehr mit der Lightgun spielen kann, wenn man nicht mehr einen dieser alten Röhrenfernseher zu Hause hat, aber trotzdem macht es mit einem normalen Controller noch sau viel Spaß. Es ist nicht das leichteste Spiel, aber wohl eines der schönsten Erlebnisse im Shooter-Universum. Leider wird euer Geldbeutel entsprechend stark belastet, sollte man sich eine gut erhaltene Kopie kaufen wollen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Romhausen ein Backup gibt. Elemental Gear Bolt ist eines der Spiele, das viel zu wenig Aufmerksamkeit erhielt. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann teilt dieses Video und auch das Vermächtnis dieses wunderbaren Lightgun-Shooters, der auch noch von späteren Generationen unbedingt gespielt werden muss. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.